Ein direkter Angriff droht, den Bau unserer Arche zu unterbrechen. Wir sind immer noch im Begriff, eine Schutzbastion für die letzten verlorenen Seelen des finsteren Planeten zu schaffen und werden dafür nun alles geben, meine liebsten Leute. Und deshalb hole ich euch nun auch wieder mit ins Boot, sozusagen, hier zu Folge 185 von Drogokus Bildes zu Hakeshin Shiro Tokarapono Shima. Hallo! So, und Kira G, der spürt hier schon die bitterfinstere Präsenz sich nähern. Wir wollen also unsere Klinge zur Hand nehmen und mit dem guten Roboter sprechen, damit er hier mal richtig den Kampf einleitet. Also los, Kira G, wie sieht's aus? Monster sind im Begriff, hierher zu kommen. Und ja, ich weiß, es ist sonderbar, dass ich von Monstern spreche, wo ich ja selbst schon ein Monster bin. Aber hier sind es diese finsteren Gestalten, die Schatten, die uns attackieren. Schreit Metatz. Oh nein, diese Kreaturen, diese fiesen Viecher kommen uns zu angreifen. Ich hab Angst. Jedenfalls, Kurando. Wir können uns hier an dieser Stelle nun nicht besiegen lassen. Wir müssen kämpfen. Hast du die Vorbereitung für den Kampf getroffen? Na freilich, ich muss euch ja nicht ausrüsten oder euch auch keine Waffen zu geben. Ihr habt ja alles. Deshalb, los geht's. Sehr gut, das wollte ich hören. Und auch ich werde die Gegner, diese finsteren Schattenkreaturen, mit aller Kraft anvisieren und vernichten. Wenn wir die Monster besiegen können, dann werden wir uns gemeinsam Gedanken machen, wie wir die schwarzen Strudel durchbrechen und weitere Monsterkameraden finden können. Jetzt aber. Also gut, Kurando. Nun ist die Zeit für den Kampf gekommen. Folge mir auf das Schlachtfeld. Oh ja! Maturu Stato! Monster Tose! Der Kampf beginnt, besiege die Monster. 20 Stück sind an der Zahl. Diesmal kommen gruselige Schattengerippe auf uns zugeprescht. Aber mit der geballten Monsterkraft, die wir hier diesmal auffahren, haben die keine Chance. Guckt euch das mal an. Haha! Kira G, sehr cooler Angriff. Und da, erstmal den Magier. Den Magier will ich mir hier vom Feld tilgen. Zack, weg mit ihm. Und dann geht das rucki zucki. Wir sind gleich schon fertig. Oha! Oh, jetzt haben sie aber hier nochmal doch ein wenig stärker in die Trickkiste gegriffen und einen großen Schattenkoloss entfesselt. Aber es ist nur noch der und auch der fällt relativ schnell sogar. Ja, ja, da kannst du brüllen, wie du willst. Dein Schatten verschwindet in unserem Glanze. Und da finden wir, was ist das denn? Ein neues Schild? Aber erst machen wir die Monster besiegt, die das Eichenkonstrukt angreifen wollten. Kurando steigt ein Level. Jawohl, das ist schön. Level 34. Maximalen Health Points steigen zugleich. Und damit haben wir den Kampf abgeschlossen. Ist ja prima. Und Metatz ruft: Sehr gut, wir haben es geschafft. Wir haben die schwarzen Monster besiegen können. Und Gott sei Dank haben die es nicht geschafft, unsere Eiche zu zerstören. Und nun Gurimun sagt: Aber warum greifen uns denn diese Schattenwesen einfach so plötzlich an? Was haben die denn vor? Wollen sie uns hier plötzlich fertig machen? Nun, mit ihnen, man kann nicht mit ihnen reden. Das stößt man auf taube Ohren. Sie versuchen einfach nur alles zu zerstören. Das sind keine Monster, die ursprünglich hier gelebt haben. Das sind fremde Wesen. Und Jigok spricht jetzt, der Hohepriester der Sekte, den wir ja auch zu den Kameraden machen konnten. Ich weiß es nicht genau, aber vielleicht sind das die Zerstörungsklumpen sozusagen, die der Zerstörergott höchstpersönlich hervorgebracht hat. Es ist die Verkörperung der reinen Zerstörung, des Zerstörungswillen des Gottes.
Und nun Kidaji darf auch nochmal reden. Und für sie, diese Kreaturen, ist dieses Gebiet, ja, Ziel der Zerstörung. Da sie spüren, dass hier ein Bilder tätig ist. Sie werden uns womöglich auch fortan vermehrt angreifen. Wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen unbedingt vorsichtig sein. Ga, 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 ga. Piep, piep, piep. Ah. Wir, ah. Ich spüre schon, etwas Wasser ist in mein Getriebe gegangen. Ah, oh, ich spüre das. Ha, ha, wir müssen, ah, am verwitterten Baum eine Blume finden. Ey, ich glaube, er ist defekt. Was ist denn los mit ihm? Mittags, ey, was ist los, Kidaji? Pi, pi, mein System fährt herunter. System down. Kack, 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 kack. Kidaji? Kack, 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 kack. Kidaji! Was ist los? Du, obwohl du schon so in Mitleidenschaft getreten bist, hast du gekämpft mit ganzer Kraft. Was machen wir, Nukudano? Kack, kack, kack. Ah, ein Organismus wird erfasst. Ah. Soll ich mein System noch einmal hochfahren? Ja, ich würde sagen, komm, versuch's nochmal. Hier, krieg mal das hier, komm. Gack, 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 gack. Wieder hochfahren, fehlgeschlagen. Ah, und... Ach so. Ein Lüftungssystem fehlt. Und so kann nicht mehr runtergekühlt werden. System bricht zusammen. Oh, wenn das so weitergeht, wird er explodieren, sagt Mittatz. Wir müssen ein Lüftungssystem für ihn bauen und es austauschen. Müssen wir überlegen. Müssen wir mal ganz tief in die Trickkiste hier nochmal greifen. Guck dir da mal an. Da schreiben wir nochmal hier ein kleines Belüftungsfächlein. Da kann man dann nämlich hier auch Innen- und Außenluft ganz schön austauschen. Das ist wirklich ein super schönes Belüftungssystem. Und ja, das können wir ganz schnell zusammentüfteln, hoffentlich. Halt, hier. Machen wir mal eins. Hier, komm mal her, mein Freund. Wir haben auch ein neues Schild gekriegt. Yusha no Tate, das Heldenschild. Und das steht uns doch schon mal sehr, sehr gut. Jetzt aber erstmal dir hier deine Belüftungseinheit geben. Ga, 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 ga. Oh, ich spüre es. Ich bin kurz vor der Explosion. Ich überhitze. Kudando! Du hast ja einen Belüftungsschacht und eine kleine Einheit gebastelt. Kannst du damit Kidaji reparieren? Wenn er explodiert, hat man ein Problem. Gib ihm ganz schnell das Ding hier. Hier, da hast du. So, schön hier eingebaut. Hat sich einfach übernommen, der Gute. So, Erfassung des Austausches des Belüftungssystems. Und die Wiederhochfahrung des Systems, also das Programm zum Wiederhochfahren des Systems, wurde eingeleitet. Gack, 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 gack. Komm schon, nimm dich zusammen, alter Knacker, sagt Gunimun. Wir haben ein Problem, wenn du kaputt gehst. Wir wollten noch gemeinsam diese Eiche bauen. Gack, 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 gack. Na, jetzt komm. Oh. Wir sind vorsichtig, ja. Gack, gack, gack. Ich bin der Killermaschinenknacker. Und so wurde das Wiederhochfahren abgeschlossen. Killer G, sagt Mittatz. Du bist wieder repariert. Gott sei Dank. Ah, du hast mich gerettet. Ich dachte, das Alter rafft mich nun endgültig hinweg. Aber dank dir kann ich noch ein wenig weiterleben. Puh, das war knapp. Da habe ich mir jetzt gerade schon ein paar Sorgen gemacht. So, und da ist der Nächste, der sich hier Sorgen macht scheinbar. Aber können wir jetzt auch die Belüftungssysteme können wir wahrscheinlich hier mit einbauen dann auch, ne? Ach, guck mal. Ja, auch ganz schicke Blöcke.
kann man dann wahrscheinlich statt Fenstern hier überall hinzaubern. Na gut, komm, Grimun. Uhi! Ah! Guck dir das mal an. Da hat sich der alte Knacker wohl zu viel Sorgen um uns gemacht. Und sich selbst vernachlässigt. Meine Güte. Menschenskinder hat er uns hier aber Sorgen bereitet. Also gut, Kurando. Wir müssen uns nun gemeinsam Gedanken machen, wie wir denn durch die schwarze Strudel kommen, um Monster zu finden, weitere Monster zu suchen. Denn dieser Planet ist riesengroß, sagt Mittatz. Wenn wir hier zu Fuß unterwegs sind, dann kommen wir nicht weit. Es ist wie der alte Knacker gesagt hat. Wenn das so ist, dann müssen wir irgendein Gefährt herstellen. Ja, exakt. Wir brauchen ein maschinenartiges Gefährt, was die schwarzen Strudel durchbrechen sowie über den Boden fahren kann. Das wäre gut. Was ist denn los? Kurando sagt Mittatz. Du guckst dir die Teile von Kira G so an. Was ist denn? Wie bitte? Was sagst du? Du schaust dir mein Körperinneres an, um dir Hinweise für den Bau einer maschinenartigen Fahreinheit zu holen. Ist das so? Jawohl, verstanden. Wenn das so ist, dann werde ich mich für dich entblößen, dir meine Teile zeigen. Aber bitte pass auf und sei ganz vorsichtig und sachte mit mir. So, mach jetzt hier mal immer aus. Komm mal, was passiert da? Das ist ja grenzwertig. Meine Fresse. Und was? Wie ist es gelaufen, Kurando? Hast du dir das Innere von Kidaji genau angeguckt? Kannst du irgendwas herstellen? Bestimmt. Hör mal hier, wie wär's denn damit? Guck mal da! Da zeigen die mal was ein und dann würde ich sagen, wir basteln hier mal was hin. Einen kleinen Bauplan. Unsere kleine Werkstatt sozusagen. Und zwar den Bauplan für ein Gefährt. Oh. Das ist also ein Gefährt? Mal gucken. Wir brauchen Eisen, Holzboden, ein Ledersofa, Röhrchen und hier noch so ein paar Schraubverschlüsse. Wow, Kurando, was ist das denn? Haha, ein ersonnenes Fahrzeug. Das baust du nicht an der Werkbank, sondern als Bauplan. Ah, also das Ding zusammenzusetzen, das wird für uns ziemlich schwer werden. Scheinbar deshalb, das überlassen wir dir, Kurando. Wahnsinn, sagt Mittatz. Wenn du das fertig hast, kannst du durch die schwarze Strudel fahren. Und auch zum zerstörten Dom der Sekte fahren. Jawohl, also dann, Kurando. Vervollständige den Bauplan und stelle ein Gefährt her. Jawohl, na selbst reden, das machen wir doch super gerne. Wir sind doch bereit, wir haben doch schon alles was fertig hier im Lagen. Ja, da können wir alles gehen wir ganz schnell vorbei. Nee, wir haben ja alle Teile hier in die Kiste getan, ne? Kriegen wir noch richtig, das kriegen wir noch hin. Wir brauchen mehr. Wir brauchen eindeutig mehr. Und die Sachen holen wir uns jetzt hier. Bisschen Holz. Und dann Sofas. Ich glaube, ich mache mal ganz kurz hier ein bisschen mehr Platz im Inventar. So, und gleich muss ich auch noch was essen, denn so langsam knurrt uns auch der Magen. Ne, da hätte ich ein paar mehr machen können von. Oh, nochmal ein paar hier, zack. Und hiervon auch noch. So, Dile. Ach, übrigens, war gar nicht haben bisher. Unser schwarzes Brett. Davon platzieren wir mal eins hier. Hier können wir. Ach du meine Güte! Was in aller. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Eine Sekunde. Hat da jemand einen riesengroßen Arm angebaut?
statt einer Bar gleich den ganzen Arm an. Das finde ich ja fantastisch. Kann ich den mal kurz hier, kann ich mal kurz draufblicken? Wo ist er? Ich will den großen Arm an, denn hier eine Sauna. Da muss ich noch mal kurz einen Blick drauf werfen, oder? Das können wir uns doch mal gönnen nach so langer Zeit. Wobei hier wird hier gerade die ganze Arche gespoilert, kann das sein? Den großen Arm an würde ich gern sehen. Hier. Ist das ein Contest-Gegenstand? Vom gegenwärtigen Contest. Ich muss sagen, wenn man hier rauf guckt, das ist natürlich echt mega mäßig. Wollen wir mal ganz kurz, ja? Die Zeit gönnen wir uns. Hier eine Nekropole scheinbar. Eine Totenstadt. Ein leichenbesiedelter Ort. Und das ist ja ganz cool auch mit den Applikationen in Form von Löwenköpfen in der Gesteinsform. Wunderschön. Sowas würde ich auch gerne bauen. Aber wie gesagt, alles Post-Story im Freebuild-Modus. Da werden wir mal größere Projekte uns zur Brust nehmen. Und hier Geister als Schatten und Lampen dergleichen. Contest-Thema ist Obakyashiki, was so viel heißt wie das Geisterhaus. Und was haben wir denn hier? Der Titel heißt Tachiri Kinshi. Das heißt, betreten verboten, aber jetzt ist ein Verbindungsfehler passiert und wir dürfen nicht weitergucken. Aber egal, ich wollte einfach nur mal hier den großen Arm mal mehr angucken. Finde ich, ist eigentlich bisher das Schönste, was ich jetzt bisher gesehen habe im ganzen Spiel. Das will ich bauen! Meine Fresse, wie kann man sowas basteln? Ey, liebe Leute, baut mir bitte so einen riesengroßen Arm an. Ja, das ist ein großes, das ist wirklich, ich würde nichts lieber haben wollen als das. Oh Gott, doch. Essen erstmal. Lecker. Fein. Feinste Kost. So. Jetzt, wo fangen wir mit an? Wahrscheinlich mit dem Eisen. Die Mäusen. So ein kleines Eisenstückchen hier bauen. Zack, zack. Erstmal die Karosserie. So, warte mal. Oh, hier basteln. Eine Grundstruktur Karosserie drüber und dann haben wir's. Es geht ganz schnell. Ich habe ja jahrelang bei Volkswagen gearbeitet, bei VW. Das ist also kein Problem für uns. Das kriegen wir richtig locker hin. So. Da noch das Ledersofa rauf. Dann sieh mal einer an. Das geht ja ruckzuck hier. Röhren. Nur noch Röhren und Dinger. Was denn? So. Hier hauen wir mal die Knubbel rauf. Und das geht, warte mal, das wird hier vorne fortgesetzt, glaube ich. Ne, dahinter auch. Hinter dem Ganzen. So, Dele. Ach, das bastelt er dann automatisch. Setze das zusammen, das ist ganz gut. So, dann müssen wir hier hoch. Halt! Bloß nicht runterstürzen, das wäre jetzt nicht so gut. Was fehlt denn hier noch? Vorne muss es natürlich auch noch gebaut werden. Da. Oh, da fehlt da noch ein Rohr. Im Rohr zu wenig. Ach du meine Güte. Hier. Nehmen wir mal von da. Und dann hauen wir das hin, sonst wird es nämlich im schlimmsten Fall ein Rohrkrepierer. Und das wollen wir natürlich nicht. Um Gottes Willen. Hier oben auch noch ein paar Dinger. Zack. Was fehlt denn jetzt noch? Ach hier. Vorne und hinten. Das sieht ja mal cool aus. Guck dir das mal an. Und Grimun ruft. Ucho, Kurando! Du hast also ein Gefährt geschaffen für uns. Was für eins? Guck dir das mal an. Ukekekeke, was ist denn das für ein Teil? Meine Fresse. Ganz ehrlich, es ist natürlich, es sieht imposant aus, aber das sieht nicht aus, als würde es fahren können. Lacht sich hier Jigok ein ins Fäustchen. Na, sieh mal an. Auch wenn du vielleicht ein Bilder sein magst. Scheint auch du Fehlschläge allein zu müssen, ja? Warte jetzt mal ab. Bin noch nicht fertig. Ich wandle das nochmal um hier. Guck mal da. Da muss man noch ein bisschen was festklopfen. Da noch ein Schräubchen rein. Hier noch eins. Da noch ein Bolzen.
versenken. Da noch eine Sicherung reindrehen. So, noch ein paar Plaketten rauf. So, einmal durch den TÜV fahren lassen, das Ding hier noch Umweltplakette hinten oben rauf. ADAC anmelden. Und schon sollte diese ganze Kiste richtig schön. Ich bin mal gespannt. Ach, okay, gut, das ist natürlich. Wir haben den Bauplan abgeschlossen. Sieht ein bisschen anders aus als eben. Was ist denn das, mein lieber Kuranto? Sagt Chigok. Du hast ja echt was geschaffen, mein Freund. Du hast also die Grundstruktur eben nur als Basis genutzt, um dann das Gefährt zu vervollständigen. Oh ja, Wahnsinn, Kurando, wenn du da drinne sitzt. Ja, dann ist es möglich, die schwarzen Strudel zu durchbrechen, meinst du? Das etwa wirklich? Was ist denn das für eine Konstruktion? Also, wenn ich mir das so angucke, die Rohre hinten am hinteren Stück scheinen magische Energie zu verströmen. Und damit können wir die schwarzen Strudel beschwichtigen bzw. kurzzeitig außer Gefecht setzen. Und im Inneren hast du einen Kreislauf geschaffen, wo dann magische Energie geschaffen wird. Scheinbar, so sieht es aus. Okay, Kiki. Ich habe gar keine Ahnung, wovon ihr da redet, aber jedenfalls ist es schon Wahnsinn, was du geschaffen hast, Kurando. Ja, wir können es schaffen. Wir sollten noch mehr Monster sammeln, das Gebiet überfahren, hier durchfahren und die schwarzen Strudel durchbrechen. Mit diesem Gefährt, mein lieber Quenanto. Ja, sowas habe ich noch nie gesehen. Also, das ist ja das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Wie heißt es denn, das Gefährt? Wie bitte? Der Name lautet das unglaublich tolle Supercar. Ja. Du hast wirklich nicht nur einen erstklassigen Sinn, was das Bauen anbelangt, sondern auch in Bezug auf das Namengeben. Da bist du vielleicht nicht erstklassig, sondern eher unter den besten fünf scheinbar. Also da muss man noch ein bisschen dran arbeiten. Aber es ist doch, immerhin muss man doch nicht immer bessere Namen geben. Hauptsache das, was dahinter steckt, stimmt. So, wir können auch gleich rauf. Ich will erstmal nochmal mit Grimun sprechen. Wahnsinn, Kurando. Damit können wir scheinbar jetzt die schwarze Strudel durchbrechen. Aber es ist so, dass wir scheinbar noch Freiraum haben, um alles ein wenig zu restaurieren und zu renovieren, umzubauen. Wie wäre es, wir müssen auch noch ein wenig Farbe ranbringen. Aber wir können doch jetzt zu verschiedenen Orten gehen, nicht wahr? Sagt mir Tatz. Ja. Wir können wahrscheinlich auch zum Dom der Zerstörung reisen und weitere Informationen zum Verbleib von Kurandos Freund finden. Achso, aber das wahnsinnige Superauto, ne? Immer wenn ich das sage, da kriege ich einen kalten Schauer über den Rücken, weil du einfach gar keinen Geschmack für die Namensfindung hast. Weil letztendlich ist doch Wahnsinn und Super fast gleichbedeutend. Ne? Also Super, ja, wir haben ja einmal das Cho, das japanische Super sozusagen, und das Super aus dem Englischen, in dem ist eigentlich doppelt gemoppelt. Ne? Da wundert sich dann auch der kleine Grimun. Da können wir, ich will da mal drin fahren kurz, komm. Setz mich mal rauf. So, wie funktioniert denn das hier? Ah, guck mal! Ei! Was ist denn hier los? Meine Fresse! Hilfe! Bitte! Nein! Hilfe! Oh Gott! Das kann doch nicht funktionieren, dass man mir ein Auto hier vor eure Beine setzt. Oh, ich glaube, ich habe gerade die Tonaufnahme übersteuert. Es tut mir leid, liebe Leute, wenn ich gerade dafür gesorgt habe, dass ihr taub geworden seid, aber ich muss erstmal mit klarkommen. Warte mal, mit R2 kann man vorwärts fahren, mit L2 rückwärts. Nee, warte mal, das funktioniert doch nicht. Das ist aber sensibel, ne? Boah, da muss man aber echt aufpassen. Kann das ballern oder irgendwie sowas?
Guck mal. Das kann Blechsprünge, das ist ja cool. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Kann man die totfahren? Jawohl! Mal ganz kurze Trockenübung. Ah, und mit Kreis kommen wir da raus. Ach, und unser kleiner Metatz war mit an Bord. Na, sowas. Wir killen noch mal ganz kurz hier eine Runde. Lass uns anpassen. Das mögen wir ganz besonders. So, ihr fiesen Viecher. Ja, cool. Dann sind wir jetzt fortan ganz gut dabei. Und werden nunmehr nicht mehr nur laufen müssen, sondern können auch... Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wir können uns jetzt vor allem auch ein bisschen mehr beeilen, weil hier die Welt immer mehr zerlegt wird, wie ihr seht. Ein furchtbarer Anblick. Aber darin finde ich mich ja schon sicherer jetzt. So. Also gut. Wir sind also nun in der Lage, hier rumzucruisen. Und damit wird es dann wahrscheinlich in der nächsten Folge auf ein neues Abenteuer gehen. Was ich jetzt nochmal versuchen werde, ist den großen Arman hier nochmal größer zu machen. Ganz ehrlich, ich habe diesen Wunsch seit Beginn der Folge, seitdem ich dieses Brettchen hier hingesetzt habe. Wollen wir mal kurz gucken. Hier noch was Schönes. Die sind aber wirklich kreativ. Ich habe auch lange nicht mehr hier rauf geguckt. Deshalb, das müssen wir mal etablieren, dass das öfters passiert. Hier ist er! Daily Ranking Number One. Die Arman-Bar wurde eröffnet. Und da guckt ihr das mal an. Arman natürlich mit seinem selbst gebrauten Wein. Und das Coolste ist, wir können uns sogar bei Arman in den Kopf hineinsetzen. Also Armans Körper ist ein Gebäude. Das Ding will ich haben. Genau so muss es aussehen. Und wer ist das links? Perno, nee. Also warum hat Arman ein Kind neben sich? Was ist hier passiert? Auf jeden Fall eine sehr coole Bar. Das fotografiere ich. Warte mal, das muss man hier... Ein Like und zu seinen Favorites. Das baue ich nach. Das Ding will ich neben die Pyramide setzen irgendwo, oder? So ein Arman? Wollt ihr mir dabei helfen? Ich glaube, das ist. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Seine Bar so aussehen zu lassen. Vielleicht bauen wir das auch auf die Pyramide rauf, statt diesem komischen Golem-Teil. Da ist eh noch ein bisschen Änderungsbedarf gefragt. So, liebe Leute. Hier gibt es noch verschiedene andere. Guckt euch das mal an. Das sind wirklich Bauten, die die Welt bewegen. Ey, guckt euch das mal an. Wow. Hier. Das ist ja Wahnsinn. Sehr modern. Das habe ich auch schon mal gesehen, glaube ich, ne? Shibuya Crossing. Wundervoll. Krass. Heftig, wirklich. Die Leute sind Wahnsinn. Sowas allein. Sowas zu bauen. Wie geht das? Ich verstehe es nicht. Jedenfalls, das war's, liebe Leute. In der nächsten Folge können wir hiermit weitermachen. Ich stelle mich mal hier vorne hin. Und, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal seid ihr dann wieder mit dabei und dann ging es weiter hier bei The Rankless Builders 2. Und bis dahin bleibt gesund und munter, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.